Mütze halt. Ne? Ja. Meine Damen und Herren, für Sie Mel! Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend erstmal. Fängt ihr gut an? Kennt ihr eigentlich die Leute, die sich vor allem ekeln und alles desinfizieren müssen? Kennt ihr die? Ja. Genau so einer bin ich. Eine andere Sache mal. Ich bin jetzt 28. Gerade geworden. Und wie ihr seht, werden meine Haare auch ein bisschen weniger. Und da habe ich zwei Theorien aufgestellt. Die erste wäre, dass sie mir von der Kopfhaut nach innen wachsen, durchs Gehirn und dann Ohren und Nasenlöcher wieder rauskommen. Die zweite These, ich denke, ich versuche, dass das besser sieht. Zweite These von mir, dass sie mir vom Haupthaar auf die Pobacken fallen und dort einfach weiter wachsen. Ja. Und deswegen habe ich mir eine Methode überlegt, wie bekomme ich die Haare da weg? Und da habe ich mir überlegt, einmal im Monat gönne ich mir so ein Anal-Bleaching. Ne, wie heißt das? Nein, ich habe mich vertan. Wie heißt das? Waxing. Waxing. Also, sie kennt sich aus mit den Beinen, ne? Waxing, genau. Und hier in Köln wieder zweite Mal. Ich schaffe ja noch Haare. Sehr gut. Aber auch Bahnfahren zum Beispiel. Gesundheit. Aber auch Bahnfahren zum Beispiel, das zum Gesundheitsthema kommen wir gleich. Wenn die Leute mich auch so angucken wie jetzt gerade und es mir ein bisschen unangenehm ist, ja, dann sage ich öfter mal künstliches Hüftgelenk. Ist so? Also ich muss mal mit mir Bahn fahren. Aber wenn ich zum Beispiel nichts berühren möchte, stelle ich mich einfach mittig in der Bahn und mache dann S-Bahn-Surfen. Indoor. Eine andere Alternative wäre vielleicht, ein Karabinerhaken am Gürtel zu montieren, an der Haltestange vielleicht einzuhaken. Und dann kann es echt heißen, Bahnfahren im Gangnam Style. Gangnam Style. Jetzt habe ich mich aber verrenkt, verdammt. Also. Wenn ich in deine Intimsphäre eindringen würde, glaub mir, das willst du spüren.